Der Rekordmeister und die Fans im Freudentaumel. So schön ist es gewesen. 10.000 Fans empfingen die Bayern-Spieler am Pfingstsonntag vor dem Rathausbalkon auf dem Münchner Marienplatz. Der inzwischen 26-fache deutsche Meister blickte auf ein rot-weißes Fahnenmeer und präsentierte dabei die Meisterschale. Freude auch unter den deutschen Meisterinnen aus dem Frauenteam des FC Bayern. So wie im Vorjahr holten sie auch dieses Jahr wieder den Titel. Und für die Herren ist es diesmal auch der 4. deutsche Meistertitel in Serie. Oben auf dem Balkon stehen und mit den Fans den Sieg feiern, das wird nie langweilig, meint Jérôme Boateng. Es ist immer ein schönes Gefühl, mit den Fans zu feiern. Und wir haben heute auch Glück gehabt, dass es nicht geregnet hat. Deswegen, ich glaube, es war insgesamt gelungen heute. Ja, so war es und so ist es.